Ich habe mit dem gerechnet. Ich bin vorbereitet. Wir sind ein bisschen im besonderen Zoo da. Wir kümmern uns ganz speziell um Tiere, wo es nicht mehr viel gibt in der Natur draußen, die teilweise am Aussterben sind. Und während ich euch durch den Zoo führe, möchte ich euch ein bisschen aus deren Arbeit, die wir mit diesen Tieren hier machen, erzählen. Denn wir haben Ideen, Projekte und Pläne. Zum Thema erzählen. Eine Bitte. Ich habe bei allen Tiergruppen, die ich euch jetzt anführe, eigentlich so eine Idee, was ich euch ungefähr weitergeben an Informationen. Sind so lieb und lasst mich zuerst erzählen. Stereopanden gehören leider heute zu einer von den äußersten roten Raubkatzen. Sie sind aber hervorragend an ihr Gebiet angepasst. Wenn ihr ihn genau anschaut, er hat einen schneeweißen Bauch, er hat so einen grau-grämfarbenen Körper mit schwarzen Mustern, die teilweise wie verschwimmen drauf. Wenn ihr seine Pfoten anschaut, sie sind viel breiter als was sonst Leoparden haben. Und auch das ist wieder eine tolle Anpassung, um auf dem Schnee besser zu laufen. Wenn ihr seine Ohren anschaut, sind das grosse Ohren oder sind das eher kleine Ohren? Kleine Ohren, ganz genau. Und jetzt könnt ihr euch etwas ganz Lustiges merken. Sehen ihr Tiere, die kleine Ohren haben, leben in der Regel dort, wo es kalt ist. Braucht ein bisschen Geduld, sind Tiere. Ja, ja. Händchen aufheben, gibt ein kleines Würmchen drin, nur so gerade aufheben und angehen und sagen einem von den kleinsten Äpfeln von der Welt. Nicht selber. Ja, die brauchen einen kleinen Moment, bis auftauchen, dann ist kein Problem. Ein bisschen näher beschäftigen, ist die Tatsache. Wir haben in den Zoos mindestens 6 bis 7 Mal so viel wie in freier Wildbahn. Es nützt uns nichts. Wir können nicht mehr zurück mit ihnen in ihre Gebiete fahren. Das ist das große Problem, das wir haben. Wie bei den Murmeltieren. Immer in der Nähe von der Fluchtweg. Sobald etwas nicht okay ist, pfiff und man bringt sich in Sicherheit. Die Äpfel streifen hier im unteren Bereich vom Zoo und weiterwarten. Auch da dürfen ihr jetzt ein Würmchen geben und jetzt möchte ich ganz gerne, dass ihr etwas versucht zu spüren. Ihr habt hier ein Krallenäffchen gefuttert, es hat ein bisschen geklebelt. Da kommt jetzt ein Händchen führen mit ganz feinen Fingern. Eine Hand mit 5 Fingern, genau gleich wie wir Menschen haben. Spürt, wenn ihr das Würmchen gebt, wie nah wir mit ihnen verwandt sind. Und bitte nur einen nach dem anderen. Ganz weiche Hände. Ich würde Der würde jetzt weggehen. Ja, der würde jetzt gehen. Das sind feine Hände, ja? Auch. Affen sind generell bis auf 6 Arten von 257 sind alles Esser wie wir auch. Also in jedem Affen steht auch ein Stück Raubtier. Ich möchte euch die Tiere kurz vorstellen. Äpfel mit einer wunderschönen weißen Perücke. Unsere kleinen Punker. Es sind die Listäffchen aus Kolumbien. Dann haben wir Äpfel mit weißen Büscheln um die Ohren. Denen sagt man sinnvollerweise Weißbüscheläffchen. Sie sind hochinteressante Vögel. Stellt euch vor, das riesige Ding hat früher mal fliegen können. Das ist aber viel kleiner und feiner gewesen. Wie mit der Fantasie könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde, wenn plötzlich so große Vögel vom Himmel kriegen würden. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe lange studiert und dann Gott sei Dank die Lösung gefunden, wie ich den Herrn Emu von der Frau Emu kann unterscheiden. Glück euch nicht, wir warten auf die Eiablage. Weil bei den Emus leiht die Henne die Eier, ob der Hahn dabei ist oder nicht, interessiert es überhaupt nicht. 12 bis 15 von diesen dunkelgrünen Avocados leiht die Henne einmal im Jahr. Wir züchten nachweislich seit über 150 Jahren Emus in Europa. Sie haben ihre innere australische Uhr nie umgestellt. Es ist immer maßgebend die Wetterlage in Australien. Bleibt im Hals und im Nackenansatz ohne Gefieder. Das ist nicht, weil ihm da die Federn ausgegangen sind. Er kann sich da selber nicht putzen, macht die Natur keine Federn, bleibt man sauber.
Und jetzt macht er seine Äugle zu, wenn man ihm da krault. Das ist ein Mann, wir haben das sehr gern, wenn man uns da ein bisschen verkrault. Ja. Ihm spielt es keine Rolle, dass er allein ist, weil er auch in freier Wildbahn keine Bindungen eingeht. Hui. Caruso meint ab und zu, er sei ein Hirtehund. Wir müssen speziell Bambus pflanzen, um ihnen das richtige Futter zu geben. Gott sei Dank sind sie aber auch vernascht, sie haben gern Süßes. Sie sind mit dem Riesenpanda absolut nicht verwandt, den kennt ihr besser, der große schwarz-weiße Kerl vom WWF. Aber sie teilen das gleiche Schicksal, sie sind alle schon recht selten geworden. Es gibt ihnen allzu viel von ihnen. Darum bemühen wir uns in den Zoos, dass es wieder mehr von ihnen gibt. Auch da sind Programme, die weltweit vernetzt schaffen. Ich darf Ihnen da oben vorstellen, zu Ihrer Rechten, der Vater Dong. Vater Dong hat eine Frau, die ist da hinten irgendwo noch am Schlafen. Das ist die Frau Ding. Also unser Zuchtpaar Ding Dong. Und Frau Ding hat uns eine große Freude gemacht. Sie hat nämlich vor 3 Jahren Zwillinge geboren. Was heute Karin da zeigt, ist die Miniaturausgabe vom Fischotter, das ist der Zwergotter. Er sieht genau gleich aus wie der Fischotter, ist aber nur ungefähr halb so groß. Der Zwergotter lebt in Asien und dort gibt es noch viel von ihm und der einzige Grund, warum es viel von ihm gibt, ist, weil er ein Zwerg ist, wie man es sich nicht lohnt, das Fell über die Ohren zu ziehen. Wir haben den Jungs Paar wieder da, wir arbeiten in der zweiten Generation mit diesen kleinen Otter. Sie heißen wie Karin? Flippy und Speedy. Flippy und Speedy. Und wir sind so lieb und kommen da noch mal ein paar Meter mit mir rauf. Wir haben euch da oben noch mal etwas ganz Interessantes zu zeigen. Es ist der Mähnenwolf aus Südamerika. Er lebt vorwiegend in den Pampas und Steppegebieten von Argentinien, kleine Teile Bolivien und von Brasilien. Wenn ihr das Gesicht anschaut, dann habt ihr eher einen Fuchs vor euch als einen Wolf. Aber genetisch ist es ganz klar ein Wildhund und darum der Name Mähnenwolf gar nicht schlecht gefasst. Die Mähne lässt sich auch deutlich aufstellen, wenn er sich erregt. Die Hochbeinigkeit dient dazu, um in diesem hohen Steppengras besser laufen zu können, das ist klar. Allerdings, für die Beute zu jagen, nützt ihm das wenig. Als sie laufen, er kommt. Weil sein Lieblingsfutter sind kleine Nagetiere und die sieht er nicht. Abgesehen davon, dass er ja hauptsächlich auch noch in der Dämmerung und in der Nacht unterwegs ist. Wie löst er das Problem für die Jagd? Schaut mal seine großen Ohren an, so richtige Lauscher. Es reicht, dass er die kleinen Mäuse im Gras rascheln hört und alleine der Ton sagt ihm, wie er springen muss und so erwischt er seine Beute. Obwohl er ein Raubtier ist, hat er etwas Besonderes. Er hat eine große Vorliebe auch für süße Früchte. Tiere verlassen ihre Gehege nur äußerst ungern. Sobald das Tier aus dem Gehege draußen ist, oder, kommt es in einen Stresszustand, weil es weiß nicht, oder was ist wo. Alpakas sind wie Lamas Haustiere. Sie leben seit Jahrtausenden mit den Campesitos, mit den Bauern im Hochland von Altiplano, also in der Gebirgsregion von Südamerika zusammen. Dass es ein Haustier ist, seht ihr auf einen Blick. Grau, schwarz, mitten, dass der Mensch seit Jahrtausenden die Finger in der Zucht drin hat, das ist ein Ergebnis der Inzucht. Da unten darf ich ihn vorstellen, der schwarz-weiße Herr Alfredo. Ob Herr Alfredo bei uns ein lustiges Leben hat, kann ich Ihnen leider nicht beantworten, weil der ganze Rest, wo sonst dasteht, sind alles seine Frauen. Das Junge sucht sich selbstständig den Weg in den Beutel, saugt sich dort an einer Zitze fest, die Zitze schwillt im Mund an, so geht man nicht verloren. Und so verbringt er praktisch den zweiten Teil der Geburt, also die zweite Schwangerschaft, wenn man so will, außen am Körper der Mutter im Beutel. Ihr seht hier das schnellste Landraubtier der Welt. Während der Gepard seine kleinen Antilopen und Gazellen jagt, kann er für kurze Sekunden
so schnell sein, wie die hier in der Schweiz auf der Autobahn fahren dürfen, oder sollten, 120. Eine gewaltige Leistung. Seine ganze Bauweise entspricht dieser Geschwindigkeit. Hochbeinig, ein extrem langer, dehnbarer Rücken, ganz eine schmale Taille. Wie gesagt, 12 bis 16 Jahre reichen sie in Gefangenschaft. Die Zucht ist sehr, sehr schwierig, weil Gepardendamen sind sehr, sehr wählerisch, wer als Vater in Frage kommt. Und leider haben sie uns bis zum heutigen Tag nicht verraten, was ihre Präferenzen sind, nach was wir suchen müssen. Weil wenn sie zu einem Mann Nein sagt, dann auch er bleibt sie dabei. Futterbedarf ca. 1 Kilo Fleisch am Tag. Lieblingsfutter unserer Geparden sind gute Schweizer. Bulle. Habt ihr noch Fragen zu der wunderschönen Raubplatte? Ich sage, es ist eine recht große Lauffläche. Trotz alledem können Sie da drin nie die Geschwindigkeit erreichen, wenn Sie jagen in freier Wildbahn. Das ist auch nicht notwendig. Dann kommen wir langsam zum Schluss unserer Führung und da kommen wir jetzt zum größten Tier, das wir hier im Zoo haben. Und das dürft ihr jetzt noch ein bisschen streichen und kraulen. Für das lässt ihr mich hier vor und wir gehen hier rein. Das ist unter Ihnen, das ist dann das Dromedar, das in Afrika lebt. Zwei Höcker. Ein Höcker fällt hier, das ist nur ein Schönheitsfehler, interessiert sie nicht. Beide Höcker sind schön prallvoll. Prallvoll mit was? Was hat es da drin? Es sind Fetthöcker. Stellt euch vor, die letzten leben in der Wüste Gobi. Sommertemperaturen gegen 50 Grad Hitze, Wintertemperaturen am gleichen Ort gegen minus 50 Grad Kälte. Da gibt es nur ganz kurze Zeit Vegetation wie bei uns, also kräftiges, gutes Futter und nachher verbrennt und erfriert alles wieder. In dieser kurzen Zeit muss man sich diese Puppe vollfressen. Sieh da, die Kleinen da hinten. Vorsicht, das Wüstenschiff kehrt. Achtung. Und tschüss. Tschüss. Ja, wenn man so große Füße hat, muss man aufpassen. Ganz kurz die kleine Gruppe von Tieren, die ihr hier noch seht. Die kleinen Alpakas, die größeren Lamas. Alles Tiere, mit denen wir auch arbeiten. Eine Familie wird nachher mit uns aufs Trekking gehen. Man kann sich hier selber verpflegen. Ihr könnt das Kindchen von uns haben. Ihr könnt hier übernachten. Am Abend weiden alle Tiere um euch herum. Ist auch ein schönes Erlebnis.